Angela Fichtinger, Konsumentenschutzsprecherin der ÖVP. Hohes Haus, lassen Sie mich kurz auf den Antrag 13 des Kollegen Scherak, der leider nicht im Raum ist, betreffend verpflichtend permanenter Online-Abrufbarkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen von Versicherungsgesellschaften Bezug nehmen. Jetzt ist es ja so, wenn jemand einen Versicherungsvertrag abschließt, so bekommt er gleichzeitig mit dem Vertrag die allgemeinen Geschäftsbedingungen mit übergeben oder zugesandt. Sollte er diese verlieren, so ist es jederzeit möglich, dass er sie wieder anfordern kann und sie werden ihm unkompliziert zugeschickt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Vorschlag ist natürlich diskutabel und soll auch entsprechend behandelt werden. Ich habe selber mit Versicherungsvertretern in dieser Branche gesprochen. Sie haben versichert, dass es natürlich kein Problem ist, auch in Zukunft eine nochmalige Zustellung, wenn das jemand braucht, wenn es verloren gegangen ist, dass sie das zugesandt bekommen. Aber ich verstehe natürlich auch die Intention des Kollegen. Aber es gilt auch zu bedenken, dass es viele Menschen gibt, gerade Ältere, die Schwierigkeiten haben, dieses immer wieder online verfügbare Archiv auch zu benutzen, weil ihnen sehr oft die technischen Umsetzungsmöglichkeiten fehlen. Viele haben überhaupt kein EDV-Gerät zu Hause. Das ist zu bedenken, dass man eigentlich doppelgleisig fahren müsste, damit man beides abdecken kann. Weiters muss man auch bedenken, dass es doch ein ziemlich großes Konvolut an Dokumenten da eigentlich zu bearbeiten gibt. Oft ist auch dass auch natürlich die vielen Informationen zu Verwirrungen führen können. Man muss das natürlich alles betrachten und in Gesprächen haben die Versicherungsbranche haben natürlich nicht abgelehnt und sagen auch selber, man muss sich das anschauen. Man muss natürlich schauen, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen. Es muss ja natürlich auch eine Speicherung geben, es muss eine Wartung geben und auch ein Archiv. Das muss man sich anschauen und daher ist es auch sicherlich vernünftig, das weiterzugeben an den Justizausschuss, dass man sich das anschauen kann und wenn es einen Sinn macht, dann ist es schon gut, vielleicht das auch zu umzusetzen. Es ist natürlich auch wichtig, dass für den Konsumenten und den Konsumentinnen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Das soll es natürlich sein. Wenn, dann soll es ein zusätzlicher Service sein, das unkompliziert in Anspruch genommen werden kann. Danke. Angela Fichtinger von der ÖVP spricht zu einem Antrag der NEOS für mehr Transparenz bei Verträgen mit Versicherungen. Sie steht dem Antrag positiv gegenüber, gibt aber zu bedenken, dass dadurch hohe Kosten entstehen könnten.